Ja, servus Jungs und Mädels. Jetzt ist wieder soweit, Touch-Offen-Zeit. Habe ich heute mal was gemacht, habe ich mich draufgeschmissen. Und da habe ich ganz einfach heute mal Chili con Carne gemacht. Und was wir da alles braucht haben und was wir, wie wir das gemacht haben, bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Also an Zutaten für das Chili, was wir heute machen, da habe ich jetzt 700 Gramm Hackfleisch gemischt. Dann habe ich 2 Dosen Kidneybohnen. Dann habe ich 2 Dosen stückige Tomaten. Da habe ich jetzt einmal alle Dosen Mais. Dann 2 Zwiebeln. Ein bisschen Knoblauch. Und für ein Chili habe ich keine gekriegt. Dann nehme ich die Piri Piri daher. Die haben auch gut scharf. Da ich damit alle. Und würzen da ist mit dem Ankerkraut das Touch-Ofen-Gewürz. Mal schauen, wie das wird. Das müsst ihr alles an Zutaten sein, ein bisschen Öl da nur zum Anbrauen. Und das war's. Und dann können sie draußen am Touch-Ofen wieder treffen. Also der Topf ist jetzt soweit heiß. Öl habe ich auch schon drin. Jetzt tun wir nochmal das Fleisch rein. Dann das mal anbrauen. Das werde ich jetzt einmal schön anbrauen und dann da die Zwiebeln mit dazu. Also das Fleisch ist jetzt anbrauen. Also gehe ich her, da die Zwiebeln gleich mit rein und den Knoblauch. Knoblauch mit gleich. Der war noch nicht wild, den man dann halt wegklauen, den Knoblauch nicht. Dann rühre ich das gleich ein wenig drunter. Dann nehmen wir da ein wenig Andünsten noch mit oder anbrauen. Da habe ich natürlich wieder alle Zutaten vergessen. Das ist ein Tomatenmark, da tue ich auch noch 1 bis 2 Esslöffel tue ich mit hin. Das rühre ich jetzt auch gleich ein wenig ein. Und dann die stückigen Tomaten dazu. Dann haben wir wieder ein wenig Flüssigkeit drin. So passt das. Und jetzt kann man die Tomaten gleich mit hin. Nehmen wir die Tomaten hier. Und dann würde ich alle brauchen. Dann rühren wir die gleich mit ein. Und wenn ich nur ein wenig Flüssigkeit brauche, dann muss ich entweder ich nochmal Tomaten mit hin oder ich da Brühe hin. Das lasse ich jetzt nochmal ein paar Minuten und dann sicher ist, was ich noch mit hin tue. Noch einen Deckel greifen, blend ich einmal ein wenig. Also gut, ein bisschen Brei tue ich noch mit euch hin. Haben wir noch ein wenig gekriegt. Muss auch, wie viel ich brauche. Das war jetzt ein halber Liter.
Den habe ich jetzt nicht ganz alle. Das muss ich leider gut sein, einmal eine Weile. Und dann kann ich das gleich würzen. Und dann nehme ich jetzt, wie gesagt, das mal das Tatsch auf dem Gewürztal von Ankerkraut. Und dann muss ich dir wenig was euch da. Dann rühren wir das einmal. Dann tue ich die Piri Piri noch mit gleich dazu. Und Bohnen und Mais, den tue ich erst euch kurz bevor es fertig ist. Das passt. Dann tun wir den noch rein. Und drehen wir da ein wenig rein. Ich habe jetzt diesmal so, ich schätze mal so eine gute halbe Stunde, halbe bis dreiviertel Stunde sowas, lasse ich jetzt einmal kecheln und dann schaue ich wieder nach. Ja, bevor es jetzt ganz finster wird, tue ich die Bohnen jetzt einmal gleich rein. Und im Mais. Dann rühren wir das Ganze wieder unter. Das ist jetzt der Feuerer halber, der DO 45 von Barbecue Toro. Der ist schön voll geworden, das passt, das gefällt mir. Ja, das leimen wir jetzt noch ein bisschen, vielleicht habe ich noch ein bisschen Flüssigkeit dazu, sicher jetzt schon. Ein bisschen kann ich noch was dazu da. Da habe ich noch mal so eine Brühe, da habe ich ja gerade nicht alles euch, weil das war auch ein halber Liter. Ja, das leimen wir jetzt mindestens nur Viertelstunde, 20 Minuten, dann war es soweit fertig. Also, das kannst du jetzt auch haben. Dann rühre ich mal nochmal durch. Und dann tun wir da mal ein Probieren lassen. Ich brauche ja jetzt nicht viel zum Probieren bloß. Das leimen. Und das würde ich jetzt mal probieren. Also kommen wir zum angenehmen Teil jetzt. Zum Probieren. Wird natürlich jetzt heißer. Aber ich muss sagen, es ist top geworden. Schärfen kannst du ruhig nur ein wenig verdrehen. Aber ich probiere jetzt das und das einmal. Und dann komme ich zum Schluss zum Fazit. Also gut, kommen wir zum Fazit, zum Schluss. Also da mit der Schärfen, da haben wir doch ein wenig irritieren lassen. Im hinten auch merkt man also schon, dass da eine gewisse Schärfen da ist. Also da, das hat man am Anfang hat man das gar nicht so gemerkt gehabt, erst hinten auch. Und der Gewürz, muss ich sagen, der war auch gut. Und drinnen gehabt habe ich jetzt das knapp 2 Stunden alles miteinander. Und die Bohnen, ja, die waren dann 3/4 Stunde ungefähr. Oder eine halbe Stunde, halbe, 3/4 Stunde sowas habe ich da drin gehabt. Alles miteinander halt 2 Stunden. Und war wirklich top. Auch wie gesagt, von der Schärfe her da. Und wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Irgendwo da oben kommt jetzt noch wieder mein Logo. Könnt ihr draufklicken. Der, was noch nicht gemacht hat, abonnieren und
kann mich da dazu angeben, ein Schöner oder was. Auch wenn es irgendwas nicht passt hat natürlich. Und ansonsten weiß ich es, ich sage dann bis zum nächsten Mal, habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.